Hier kommen die Gewinner. Die drei besten der 39 im BPW Canvas eingereichten Konzepte im zweiten Zyklus auf dem Weg zum Siegerfilmshooting im Studio in Kreuzberg. Hallo, ich bin Sebastian Dambeck. Und ich bin Luca Osten. Wir sind die Gründer von Kalimoto. Und wir sind Motorradfahrer. Motorradfahren ist pure Leidenschaft. Der Biker setzt sich auf seine Maschine, um Spaß zu haben, den Wind zu spüren, die Landschaft zu genießen und vor allem, um Kurven zu fahren. Maximale Schräglage ist die Kernfaszination beim Motorradfahren. Wir setzen genau da an und bieten mit unserer App eine optimale Navigation. Ganz nach unserem Motto, der kurvige Weg ist das Ziel. Und zu Hause angekommen, kann man dann die gefahrene Strecke bearbeiten und mit der Community teilen. Und wenn man dann zum Beispiel im Südtirol unterwegs ist, kann man einfach von den lokalen Bikern profitieren. Motorradfahren ist relativ gefährlich. Wir möchten sicherstellen, dass Motorradfahrer, wenn sie einen Unfall bauen und theoretisch, im schlimmsten Fall, bewusstlos sind, dass trotzdem Hilfe zu ihnen kommt. Deswegen wird vollautomatisch bei uns ein Unfall detektiert. Es wird eine SMS abgeschickt mit der genauen GPS-Position, sodass sichergestellt wird, dass schnellstmöglich Hilfe ankommt. Aktuell gibt es einen laufenden Prototyp, den hat Sebastian entwickelt und ich habe ihn jetzt verstärkt und auch mit weiterentwickelt. Ja, und dann im April kommt es dann zur Veröffentlichung. Kalimoto, der kurvige Weg ist das Ziel. Hallo, ich bin Svenja. Und ich bin Iris. Und zusammen wollen wir Illumage gründen. Zu viele Fotos verstauben auf Festplatten und USB-Sticks. Und wir haben es uns jetzt zur Mission gemacht, diese Bilder mit modernem 3D-Druck und klassischem Handwerk wiederzubeleben. Das Besondere an unserer Idee ist, dass wir eine eigene Software haben, die klassische Fotos umwandelt in 3D-Objekte, die vom 3D-Drucker erfasst werden können und dann als Fronten 3D-gedruckt in unsere Fotokerzen und Fotolampen kommen können. Wir verkaufen unsere Fotolampen und Fotokerzen auf Davanda und Etsy und wollen jetzt größer werden und richtig durchstarten. Der nächste große Meilenstein ist die gemeinsame Gründung und Investorensuche und eventuell sogar die Anschaffung eines eigenen 3D-Druckers. Illumage, mach mehr aus deinen Fotos. Mein Name ist Benjamin Thies und ich bin einer der drei Gründer von Philosophy Cold Brew, der natürlichen, unnachahmbaren Erfrischung, die Sie auch noch fit macht. Ja, was ist Philosophy Cold Brew und wie kam es eigentlich dazu? Meine beiden Mitgründer und ich, wir lieben guten Kaffee und wurden viel zu häufig enttäuscht in Deutschland. Gerade im Sommer mussten wir Frappuccinos oder andere gesüßte Kaffees trinken, die uns eigentlich gar nicht geschmeckt haben. Dann haben wir uns auf die Suche nach Alternativen gemacht und sind dabei auf Cold Brew gestoßen. Cold Brew, das ist ein neuer Kaffeetrend, kommt aus den USA und da wird der Kaffee sehr schonend hergestellt, ohne die Zufuhr von Hitze. Und dadurch entsteht ein ganz besonderes Geschmacksprofil. Der Kaffee ist sehr, sehr lecker, hat keine Bitterstoffe, er hat wahnsinnig viel Koffein und er kommt komplett ohne Zucker oder jegliche Süßstoffe aus und war damit für uns eigentlich das perfekte Sommergetränk. Natürlich auch im Winter sehr lecker, aber für uns erstmal ein absolutes Sommergetränk. Ja, unser nächster Meilenstein ist, dass wir unser Funding sicherstellen. Wir haben schon einen Investor gefunden, suchen jetzt nach dem zweiten. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es eigentlich darum, die nächste Charge zu produzieren, sodass wir unser Produkt auch wirklich in die Läden, in die Startups und in die Coworking Spaces bekommen können. Philosophy, the all-natural premium drink. Dieser Film wurde durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.